sich die Zeiten. Gleich gibt es mehr aktuellen Fußball. Weltweit wird es in nächster Zeit keinen Kaffee mehr geben. Die McDonald-Kette wurde nämlich verurteilt, einer Oma 32 Millionen Schillinge zu bezahlen, weil ihr der Kaffee zu heiß serviert wurde. Also seid ihr das gehört, bitte, ich irre durch Wien und suche ein Kaffeehaus, wo der Kaffee zu heiß ist. Nicht? Aber er ist überall zu kalt und das ist ja leider nicht klagbar, weil sonst wären ja die ganzen Stammgäste in die Wiener Kaffeehäuser schon Millionäre. Ja, andere Länder, andere, na Wien zum Beispiel, nicht? Also da gibt es jetzt was nicht, da darf man jetzt in Telefonzellen nicht rauchen. Aber nur in den alten Telefonzellen darf man nicht rauchen, was insofern belanglos ist, weil ja die neuen Telefonzellen ja auch in einer Woche ausschauen wie die alten Telefonzellen. Mit betrifft es an und für sich nicht. Ich war ja noch nie mit einem Nichtraucher gemeinsam in einer Telefonzelle. Imagefördernd für die Post ist diese Maßnahme nicht, nicht? Weil was mache ich in einer Telefonzelle? Einmal ist der Hörer hier, einmal für das Telefonbuch. Nicht? Man kann ja eh selten telefonieren. Und die Post könnte aber zumindest einen Kundendienst einrichten, dass man sich wegen, zum Beispiel bei Regen, in die Telefonzelle stellen darf und gemütlich ein Zigarettel rauchen darf. Aber bei uns wird diese Gesundheitsvorsorge, übernimmt die Post. In Deutschland zum Beispiel ist es die Bäderverwaltung. Da gibt es jetzt einen Badeort in Deutschland, da wurde ein 100 Meter langer Strand zum Nichtraucherstrand erklärt. Ja, da können jetzt die Schwimmer, können sie jetzt nicht mehr im Wasser eine Zigarette anrauchen und die Luft verpesten. Armen Raucher, wirklich, die werden überall diskriminiert. Sie kennen einem direkt leid tun. Ich meine, wir Österreicher, unser Mitleid, ja, das ist schon ein bisschen sehr strapaziert worden in letzter Zeit. Vor allem durch diese vielen Rechnungshofausschüsse, nicht, wo ständig irgendjemand etwas aussagt, besonders zur Amag-Affäre. Also das ist ja unglaublich. Nicht? Also da geht es also um einen hübschen Betrag und das ist so, also der ehemalige zuständige Minister hat gesagt, er war nicht mehr zuständig. Der neue Minister hingegen hat gesagt, er war noch nicht zuständig. Das heißt also, es muss irgendwann in diesem Land eine ministerlose Zeit gegeben haben. Nicht? Aber das Loch zwischen diesen zwei Ministern war anscheinend nicht so groß, dass es irgendwem aufgefallen ist. Aber es war anscheinend tief genug, dass drin 16 Milliarden Schilling verschwunden sind. Gute Nacht Österreich und auf Wiedersehen am nächsten Samstag.